Und herzlich willkommen zu der allerersten Folge Dungeon Inc. So, ein crazy Spiel und ich hoffe, dass euch das gefallen wird. Ich hoffe auch, dass es mir gefallen wird. Also, das, was ich jetzt gesehen habe, sah auf jeden Fall mega, 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 mega cool aus. Und dann fangen wir einfach mal an. Hey, willkommen bei Dungeon Inc., mein neuer loyaler Mitarbeiter. Ich habe gerade den vorhergehenden Manager entfernt. Und damit meine ich seinen Kopf. Und du hingegen wirst ein loyaler Manager sein. Stimmt's? Beweise es mir, indem du Versicherungsbetrug begehst. Psst. Eine Feuerversicherung? So. Perfekt, nach Unfällen wie diesen müssen wir von vorne beginnen. Aber sie haben große Vorteile. Die Versicherungsauszahlung ist ein Vorteil, den Gestank herauszubekommen, ein anderer. Nun habe ich Arbeit zu erledigen. Hallo, was ist da? Wie ist das passiert? Niemand wird es je erfahren. Beginnen wir mit dem Neuaufbau. Ich hoffe, du hältst dich länger als der vorherige Manager. Ja, dann würde ich mal sagen, ich denke einfach mal, ich muss da drauf drücken. Kann das sein? Dann mache ich mal hier so einen Mehrfachkauf, keine Ahnung. Was ist das jetzt hier? Dann gibt es hier so einen Kopierraum. Verbessere ich mal den da. Die Mine kostet so Mehrfachkauf Max Verlies. 19 mal verbessern, 22 mal verbessern. Machen wir das doch mal. Unser Unternehmen profitiert vom Gold- und Juwelenhandel. Durch das Eröffnen von mehr Abteilungen erhalten wir schneller mehr Gold. Ein Kopierraum. Dann können wir hier unten eine Mine holen. Keep working. Was gibt's denn da? Ein Obstgarten, Brutstätte, Friseursalon, Midas. Und da unten wäre. Okay, jetzt müssen wir natürlich schauen, wie das Ganze hier so insgesamt gesehen funktioniert. Die Baumfestung. Big Boss Lebenscoach Chess ist auf den Plan getreten. Sein Inspirations- und Einkommenssteigerungsprogramm wirkt Wunder zum Motivationsgrad. So, klicken wir mal da oben drauf. Ich bin hier, um Synergien für dein Geschäft zu finden und deinen Workflow zu verbessern. Drehe das Rad und lasse diese Technologie von der Stange deinen Horizont erweitern. Rad drehen. Dreimal Spielwende, das verpasst seiner Goldproduktion für 2 Stunden einen Schub. Ich setze mich wieder mit dir in Verbindung, wenn die Produktivität abnimmt. Soll ich deine Benachrichtigungen verwalten? Ja, na klar. Dann gehen wir mal zurück. Möchte dir Mitteilungen senden? Na klar. So, jetzt gehen wir mal darunter. 41-fach kann ich das verbessern. 19-fach kann ich hier diese Mine verbessern. Ich habe keine Ahnung. Ich verbessere jetzt einfach mal das. Und dann verbessere ich hier unten mal die Mine, schon 18-fach. Und da unten die Schmiede kann ich mir inzwischen auch leisten, so wie es aussieht. Oh nein, es sind die Ritter der Steuerrunde. Sie wollen uns immer prüfen. Stellen wir eine Falle auf. Öffne die Tore und tippe auf die Eindringlinge. Gut, den machen wir jetzt fertig, den machen wir auch fertig und da kommt einer, das sind irgendwelche Steuerprüfer hier. Prüfergebnisse geschafft, 3 von 3 Prüfern besiegt. Gesegnet seien die Aktionäre, wir haben überlebt und das dank dir. Ich meine, ich habe immer gewusst, dass du das schaffst. Offenbar haben sie auch etwas fallen gelassen.
Dann holen wir uns mal diese Holztruhe ab und mal gucken, was dabei rauskommt. Und was ist es? Ein Wackelwürfel, neuer Mitarbeiter und 1,19 Millionen. Wow, wir haben einen neuen Mitarbeiter auf der Gehaltsliste. Wie ich höre, ist Diversität am Arbeitsplatz sehr vorteilhaft. Weisen wir Sie einer Abteilung zu. Also, der Wackelwürfel kommt dann wohl ins Büro. Wackelwürfel hat sich in ihrer Abteilung schon gut eingelebt. Sie hilft bei der Verteidigung gegen zukünftige Steuerprüfungen, für bessere Abteilungen, um mehr Tippschaden zufügen zu können. So. Jetzt gucken wir mal. Oh, da kann ich mir aber schon einiges inzwischen leisten. Ich kann mir sogar schon so einen Obstgarten leisten. Die Schmiede sollte ich auch mal verbessern. Und das hier könnte ich auch mal verbessern. Und den Kopierraum könnte ich auch jetzt schon verbessern. Offenbar sind die Steuerprüfer wieder da. Du solltest deiner neuen Angestellten helfen, sie zurückzuschlagen. Boah. Na, die Steuerprüfer. Keine Chance. Geschafft. Eine Holztruhe. Was haben wir jetzt? Fritz Kiste bekommen. Einen neuen Mitarbeiter und der Wackelwürfel. Ist jetzt irgendwie auf Stufe 2 und 28,2 Millionen habe ich bekommen dafür. Setzen wir mal das Match vor. Ah, schon wieder Wackelwürfel. Wahrscheinlich will sie eine Beförderung. Angestellte wollen sich einzigartig und besonders fühlen. Also, dann gucken wir mal bei den Mitarbeitern rein. Und das hier ist der Wackelwürfel oder die Wackelwürfelin. Und die möchte befördert werden. Beförderung verpassen ihrem Selbstbewusstsein einen Schub. Sie wird noch stärker für den Ruhm von Dungeon Inc. kämpfen. Okay. Muss da unten rein, oder? Was ist das? Baumfestung. Was ist das? 66-fach verbessern. Was haben wir denn da unten noch alles hier? Und vor allem, was bringt das? Was steht denn da überhaupt? Werwolf der Wall Street verdient insgesamt 10 Millionen Gold. Reden ist Silber, also 10 Millionen Gold soll ich verdienen, die habe ich doch schon. Obstgarten. Eine Brutstätte. Mal gucken, was dabei rauskommt. 38 Millionen. 8 mal verbessern das da. Zweifach Tempo. 9 mal verbessern das da. Und das geht hier auch ratzfatz. So, 27 mal das da verbessert. Und da oben knallt es gerade ganz gewaltig. 8. So, und da oben 39-fach das Büro verbessert. So. Macht der denn da überhaupt? Keep working. Der arbeitet und arbeitet und arbeitet. Da unten haben wir eine Schmiede. Mhm. Da haben wir einen Obstgarten. Und da unten haben wir eine Brutstätte. Der Friseursalon braucht noch ein bisschen. 2,5 Milliarden. 43 Millionen. 3 mal verbessern. 6 mal verbessern. 37 mal verbessern. 16 mal verbessern. Schauen wir mal. Gehen wir wieder von unten nach oben durch. Zur Steuerprüfung. Oh mein Gott. Oh. Na, verschwinde. Der ist durch. Oh mein Gott, der ist durch. Aber den habe ich noch bekommen. Geschafft. 4 von 4 Prüfern besiegt. Und da ist die Holztruhe. Jetzt habe ich nochmal so eine Kiste da bekommen. Die Kiste müsste ich ja irgendjemandem zuweisen, ne? Diese Holzkiste irgendwie, glaube ich. Wir sollten uns mit Branson in Verbindung setzen. Er ist echt gut darin, uns zu helfen. Wer ist denn Branson? In der Gruft.
Guten Morgen, ich kümmere mich hier um die Ressourcen. Brauchst du etwas? Ich habe sogar ein Willkommensgeschenk für dich hier vom Big Boss. Eine Metalltruhe. Und was kommt dabei raus? Ein neuer Mitarbeiter, der Board. Eine Metalltruhe. 3,73 Milliarden. Okay. Gut, du kannst Juwelen verwenden, um weitere Truhen von mir zu bekommen. Und ein neuer Angestellter, du solltest ihn einer anderen Abteilung zuweisen. Das werde ich jetzt auch machen. Müssen wir uns mal überlegen. In der Baumfestung wäre gut, wenn die beiden mit dabei wären, oder? Den befördern wir noch. Befördern wir auch noch. Und jetzt sollten wir Wackelwürfel, Baumfestung, Büro. So, und jetzt müssen wir hier irgendwie zuweisen, ne? Zuweisen, den da. Dann können wir hier im Kopierraum zuweisen, den Wackelwürfel. Und in der Mine weise ich mal die Fritzkiste zu. So. Das ist das Verlies. Jetzt müssen wir wieder 6,2 Milliarden. Schauen wir doch mal, wie weit wir da unten sind. Den Friseursalon können wir uns jetzt schon leisten. Ist da oben irgendwas? Nein. Also wir können jetzt hier wirklich Obstgarten, Brutstätte. Fangen wir damit an. Dann das hier. Was? Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Versicherungspolice. Es wird Zeit, dir mein Erfolgsgeheimnis zu verraten. Versicherungsbetrug bringt uns den Wert unserer Firma in Dungeon Dollar. Deine Zweigstelle zeigt Potenzial. Zerstören wir sie. Versicherung einfordern. What? Feuerversicherung. Was? Ist mein Dungeon jetzt... Wird das jetzt abgebrannt oder was? Unsere Versicherung wird die Ursache nie entdecken. Wir haben genug Dungeon-Dollar, um ein Relikt für deine Stelle zu holen. Relikt. Neue Relikte verleihen deinen Verliesen einen zusätzlichen dauerhaften Schub. Neues Relikt Beobachterauge. Der Boss beobachtet dich. Gewinnerwerte auf 16-fach in der App erhöhen. Dieses Relikt erhöht einen Gold-Gewinnwert auf 16-fach, während du spielst. Du kannst später weitere Relikte verdienen und bereits erhaltene verbessern. Jetzt zurück an die Arbeit und sieh zu, dass deine Gewinne ansteigen. Okay, dann gucken wir da. Ich habe die Mitarbeiter evakuieren lassen. Sie brennen darauf, wieder zu arbeiten. Das heißt, man fängt... Hallo, na, und wie geht's dir gleich? Geht's dir gut? Alles klar bei dir? Alles klar? So, da ist gleich der Störenfritz. Alles okay? Alles okay bei dir? Alles klar, Romaro, bei dir? Alles klar? Der Störenfritz ist wieder da. Alles klar bei dir? Ja, das hast du jetzt schon 100.000 Mal gefragt. Alles klar bei dir? Alles klar? Wie geht's dir so, Herr Gleich? Bis eben gerade ging's mir hervorragend. Wie geht's dir so, Herr Gleich, ha? Ich meine, als Gleich, wie geht's denn dir? Wie geht's dir, Herr Gleich? Wie oft willst du jetzt noch fragen? Wie geht's denn dir eigentlich? Sag mal. Wie geht's dir denn? Wie geht's dir? Es gibt mir mal eine Antwort. Wie geht's dir? Es reicht ja, wenn du redest. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Gleich? Epischer Mitarbeiter, stellen wir doch dieses fantastische... Was? Brangelina. Gott, wie sieht denn die aus? So wie er gleich, nicht? Nein, das kommt von was ganz anderem. Also von der gleich?
Brad Pitt und Angelina Jolie. Brangelina. Erhalten mit ihren besonderen Fähigkeiten sogar noch schneller Gold. So, also. Da ist die Brutstätte, da ist der Obst. Und löst mein Code in Creature Quest ein. Ganz einfach. Code einlösen. Ich hab dir eigentlich mal beigebracht, dass man auch bitte sagen kann. Löst mein Code ein jetzt! Tja. Ich glaube, ich muss mal mit seinen Eltern reden. Die haben eine miserable Erziehung bei ihm gehabt. Stimmt ja. Dieser Gelich heißt er. Ich glaube, der heißt Gelich. Also ich finde auch, man sollte dem Herrn sofort seine Eltern mal ansprechen. Ganz dringend. Ja, ganz klar, ganz dringend. Anruf machen, ne? Ganz dringend, weil ganz dringend. Der kann das überhaupt nicht. Der hat irgendwie nichts dazugelernt. Ich muss ja noch zuweisen. Moment. Aha. Ah ne, zugewiesen sind die ja noch. Okay. Was ist jetzt, kann ich jetzt diese Brangelina... Ah ne, das ist ja... Schließen, okay. Oh Gott, in 16 Sekunden geht's wieder los. Jetzt kommen sie gleich wieder. Wow, der kommt durch. Der kommt auch durch. Oh Gott, bin ich schlecht. Nein. Oh. Den habe ich aber auch weg. Oh, geschafft. 3 von 3 Prüfern besiegt. Eine Holztruhe. 2,2 Billionen. Fortsetzen. Und das erste Mal den Midas, was auch immer das ist. King Midas im Gefängnis. Watch it. Days without a golden goblin. Coole Sache. 25 Mal verbessern, 20 Mal verbessern, 55 Mal verbessern, 65 Mal verbessern. Wie schnell das wächst. 36-fach verbessern. Oh, was ist denn das da oben? Fangen wir wieder von unten nach oben an. Und dann machen wir gleich mal hier einen Cut. 7-fach verbessern, 4-fach verbessern, 1-mal verbessern, 17-fach verbessern, 20-fach verbessern, 21-fach verbessern, 1-mal verbessern. Und da oben ist wieder eine Truhe. 62 Billionen. Gleich noch aufsprechen. So. Gleich. 11-mal verbessert, 2-mal verbessert. So. Na, ein schöner Klicker mal für zwischendurch. 2-fach Tempo. Da wird mit Sicherheit noch einiges. Oh, da kommt schon wieder der Steuerprüfer. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, ja, das brauche ich jetzt nicht. Wow. Wow. Und eine Holztruhe, und was ist da drin? 15,35 Milliarden. Fortsetzen. Und dann haben wir wieder eine Truhe. In 2 Minuten kommen schon wieder die nächsten Wirtschaftsprüfer. So, jetzt müssen wir mal schauen hier, wenn man da reinschaut in diese, in die Gruft, ne, hier bei den Mitarbeitern. Hm.
Der Wackelwürfel ist aber auch noch nicht so weit, dass man den fördern kann. Hier bei den Thronen. Fünf Stück habe ich momentan. So, okay, also ich würde mal sagen, das war's jetzt erstmal von dieser Folge, ne, von Pickpock plus ID schließen. Was gibt's da noch alles? Muss ich mir alles noch anschauen? Ach so, da gibt's ja, ich kann nur nach rechts. Was ist denn da rechts? Kühlhausen. Na, da geht's noch weiter. Okay, wie viele gibt's denn da? Oh, okay. Alles klar. Gut, wenn euch dieses Spiel hier, Dungeon Inc., interessiert und gefallen hat, dann lasst mir doch einfach mal ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Dungeon Inc. mit mir, dem Herr Gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.